Wie oft haben wir in den letzten 10 Jahren über die Weltwirtschaftskrise und ihre negativen Auswirkungen auf Wien berichtet? Umso erfreulicher ist es, dass wir jetzt Positives zu berichten haben. Die letzten Ausläufer der Krise sind ausgestanden, die Wiener Wirtschaft brummt so richtig und die Stimmung der Unternehmer ist bestens. Vor allem die Dienstleister erleben derzeit einen wahren Boom. Paradebeispiel, eine Sicherheitstechnikfirma im 15. Bezirk mit 7 Mitarbeitern. Die Auftragsbücher sind voll. Wir suchen auch Mitarbeiter. Wir würden auch gerne einen Lehrling aufnehmen. Auch da sind wir noch auf der Suche. Es ist eine sehr hohe Stimmungslage. Also ich würde Hochkonjunktur noch nicht sagen. Dazu ist das zu kurz. Aber es ist ein sehr guter Wert, ein sehr guter errechneter Wert und ein sehr guter Stimmungswert. Diese gute Stimmung deckt sich mit den Wirtschaftsdaten. Wir haben letztes Jahr schon 2017 ein Wirtschaftswachstum in Wien von 2,5% gehabt, doppelt so viel wie im Jahr davor. Und wir erwarten für heuer ungefähr 2,8%. Wir haben im Jahr 2017 schon das höchste Beschäftigungswachstum seit 1991 gehabt. Mit 2,0% im Jahresschnitt und haben jetzt 2,5% im ersten Halbjahr. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die endlich auch ermöglicht, dass sich der Arbeitsmarkt wieder verbessert. Dafür gäbe es zu wenig Zuwachs bei den Löhnen und Gehältern, so die Arbeiterkammer, die für den Herbst besonders gute Abschlüsse fordert. Was erwarten sich die Betriebe von den Umsätzen im ersten Halbjahr 2019? 43% sagen gleichbleibend, 38% es wird besser. Nur jeder Fünfte erwartet schlechtere Umsätze. Der Wirtschaftskammerchef mahnt trotzdem zur Vorsicht. Auf der einen Seite muss man aufpassen, dass durch zu hohe Kosten nicht die Konjunktur abgestochen wird in dem Sinn. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, das gemeinsam Erwirtschaftete gerecht untereinander aufzuteilen. Und das ist gute österreichische Tradition und auch sehr erfolgreiche Tradition, dass das in den einzelnen Branchen die Kollektivvertragspartner machen. Das Wirtschaftswachstum in Wien werde sich im nächsten Jahr leicht abflachen. Ein langsamer Rückgang auf hohem Niveau, so die WIFO-Prognose.